Die Bäume sahen gruselig aus. Schaut mal, ich zeige euch das nochmal. Wie große Monster mit Armen und Beinen. Er verhielt sich ganz leise und lauschte. Die Geräusche waren ihm fremd. Es raschelte da und knackte dort. Und der Wind säuselte unheimlich durch die Blätter, als wisperten und sängen ihm die Bäume etwas vor. Auf einmal hörte er ein fürchterlich lautes Heulen. Tom erschrak. Er kannte dieses Heulen. Es war ein Wolf und er war ganz nah. Das konnte er an der Lautstärke ahnen. Jetzt bekam es Tom noch mehr mit der Angst zu tun. Und das finde ich so witzig. Ich habe das Buch geschrieben 2012. Jetzt haben wir 2024. Da war der Wolf sozusagen noch nicht ein Thema in unserer Gegend. Und jetzt ist er ja Thema. Aber was ich hier zum Beispiel hervorheben wollte, war das auditive Wahrnehmen. Also nicht nur sehen, nicht nur schmecken, nicht nur spüren, nicht nur fühlen, sondern hören. Das ist ganz wichtig beim Lernen, wir sind Menschen, die unterschiedliche Wahrnehmungen ausgeprägt haben. Die einen sind mehr bildhaft und die anderen sind mehr auditiv, die anderen durch Emotionen, die anderen müssen es fühlen, spüren, die müssen was tun. Also es gibt verschiedene Formen und sie sind immer gemischt, aber man kann durchaus mal auch ein Defizit aufheben. Und wenn man zum Beispiel jetzt das hervorhebt, dann nehmen wir schon wahr, aha, da gibt's dieses Hören und das kann auch unfassbar viel auslösen. Eine der Urängste ist übrigens verbunden mit dem Hören. Und auch vielleicht jetzt wichtig, in meinen Büchern gebe ich auch so Tipps, besonders bei den Malbüchern. Und da habe ich das schon reingeschrieben, dass Buben zwischen 7 und 9, da haben sie einen Entwicklungsschritt und da braucht das Hirn diese Energie quasi für diesen Entwicklungsschritt. Gleichzeitig zieht es aber irgendwo weg und tatsächlich hören die schlechter. Also wer die Birkenbiel kennt, hat das eh schon gehört, dass die Buben das tatsächlich nicht hören. Dafür gehen die motorisch her und erfassen die Dinge anders. Also da ist noch in der Hirnforschung viel, viel Arbeit, wo schon im Gang ist, ein Prozess, aber zu berücksichtigen. Auditiv ist seltener wie bildlich, visuell lernen. Und das habe ich zum Beispiel da drinnen mal eingearbeitet, damit man ein bisschen über das nachdenken kann, es integrieren kann. So, aber es ist nicht alles. Ich lese euch noch ein bisschen vor. Bleibt dran, bis zum nächsten Video.